Sehr interessante Notebook-Reparatur. Wenn man eine Lichtorgel braucht, dann ist das Backen oder das Reflowen dieser Grafikkarte erfolgreich. Ansonsten muss ich nur mal gucken, ob man hier weiterkommt. Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video hatte ich ja mal ein Notebook gezeigt. Das ist so ein Dell XPS Notebook, so ein Gaming-Notebook. Und das ist ja ein teurer Notebook-Spaß für 2500 Euro. Das ist dann dieses Gerät hier. Und das ist defekt. Da ist die Grafikkarte defekt. Die kann man ja ausbauen. Hatte ich hier in diesem Video mal gemacht. Und viele haben dann unter das Video geschrieben in die Kommentare: Hey, du kannst die Grafikkarte ja mal im Backofen backen oder eben reflown mit so einer Heißluftstation, wie die hier steht. Und wo ich es gerade schon auseinandergebaut habe, da mache ich das auch mal. Mal gucken, ob es klappt. Die Grafikkarte, die ist ja hier scheinbar kaputt, die ist ja überhitzt. Das kann man natürlich auch alles nur vermuten. So richtig nachmessen kann man das nicht. Austauschen und ausprobieren geht auch nicht, mangels anderem Notebook, mangels Inkompatibilität von solchen Grafikkarten. Und viele hatten unter das Video drunter geschrieben: Tu es mal im Backofen oder versuch das mal zu reflowen. Ich versuch's mal mit reflowen. Die ganze Wärmeleitpaste, die habe ich hier schon so gut wie ab. Da war ohne Ende Wärmeleitpaste drauf. Diese klassische graue Wärmeleitpaste. Und die war richtig ausgehärtet, die war richtig grümmelig und da war auch viel zu viel drauf gewesen. Also hier neben, da ging alles drüber, eben über den Heatspreader. Und jetzt sieht es aber wieder sehr sauber aus. Das hier sind die Kühlbleche, die oben hier drauf kommen. Und das sind richtig massive Gussbleche oder das ist Aluminium wahrscheinlich, vermute ich mal. Und hier sieht man jede Menge Wärmeleitpads. Die sind alle auch noch weich, da kann man jetzt gar nichts gegen sagen. Die werden auch teilweise grümmelig, aber die sind eben hier auf den RAM-Modulen drauf. Ich denke mal, da wird das nicht so heiß werden, dass die sich hier auflösen. Hier sieht man aber auch wieder die Wärmeleitpaste und die ist auch grümelig. Die Wärmeleitpaste, die muss man hier mit einem Zahnstocher abmachen und die bröselt hier einmal ab. Also so hochwertig war die auch nicht gewesen. Und ich gehe aber schon mal davon aus, dass es auch die Original-Wärmeleitpaste war, die damals bei Dell drauf gemacht wurde. Ist jetzt wieder sauber, alles hier mit ISO sauber gemacht und da sieht man auch richtig schön das Kupfer dann wieder. Und hier in der Mitte, da sitzt auch noch ein IC auf und das, was man hier sieht, das ist so eine Besonderheit. Das ist nämlich so ein Kupferplättchen, was hier noch zwischengelegt wurde vom Hersteller, eben von Dell oder eben von ATI. Da hat es hier unten ein Wärmeleitpad, das ist auch noch weich, das ist so ein bisschen klebrig, das ist okay. Hier sieht man das Kupfer und auf der anderen Seite alles hier voll mit Wärmeleitpaste und die ist richtig ausgehärtet. Also hier muss ich schon mit dem Schraubenzieher kratzen und da gehe ich jetzt auch mal mit ISO drüber. Die Rückseite von dieser Kühlplatte, die mache ich auch mal sauber. Da ist alles voller Staub. Einmal hier auch wieder mit ISO. Das trocknet eben recht schön schnell weg und dann hier hinten gleich eben mit dem Staubsauger. Die Karte, die ist jetzt sauber und auch trocken. Also hier sind keine Reinigungsflüssigkeiten mehr drauf und man sieht, das glänzt auch alles hier wieder super schön. Und um sowas zu reflowen, da muss man natürlich immer gucken, welche Temperatur wie lange. Und da gibt es hier zum Beispiel verschiedene Reflow-Profile. Das hier, das ist so ein Reflow-Profil von Wikipedia. Link unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da sieht man hier unten die Zeit und hier die Temperatur. Und so geht dieses Profil. Also am Anfang wird es langsam erhitzt, dann bleibt die Temperatur, dann wird es nochmal stark erhitzt und dann fällt die Temperatur ab. Und da sieht man auch ungefähr, wie heiß das werden kann. Hier steht zum Beispiel 217 Grad hier oben und hier unten. Dieser Prozess eben, der dauert 60 bis 120 Sekunden. Also kann man davon ausgehen, dass das Ganze hier dann so 4-5 Minuten dauert. Hier habe ich meine Heißluftstation und da kann ich die Temperatur einstellen. Heiße Luft kommt hier vorne raus. Da habe ich jetzt mal 221 Grad eingestellt. Kann ich eben noch hier erhöhen oder ein bisschen niedriger machen. Einfach mal hier so einen Mittelwert genommen. Und da kann ich die Platine jetzt hier reflowen. Aber vorher erwärme ich die Platine mal im Ofen. Hier habe ich so einen kleinen Ofen und der ist vorgeheizt. Den habe ich jetzt so 10 Minuten an. Da kann ich mal die Temperatur messen. Mal gucken, hier am Boden sagt es hier 124 Grad. Hier neben an der Seite 91 Grad. Hier oben 91 Grad. Hier links an der Seite 82 Grad.
Mal gucken hier hinten, wie heiß es da ist. Da sind es angeblich nur 57 Grad. Und was ich ja jetzt gemessen habe, das sind auch die Wände, also nicht die Luft hier innen drin. Und da kommt jetzt mal die Karte rein. Und die lasse ich da jetzt mal so 4 Minuten drin. Und dann kann die sich ein bisschen erwärmen. Hier rechts kann ich ja die Temperatur noch einstellen, aber das ist natürlich auch immer so eine Sache. Jetzt sind so ungefähr knapp 3 Minuten rum und ich guck mal, was die Temperatur hier sagt. Hier 300 Grad, ich glaub's nicht. Hier auch 300 Grad, 210 Grad und hier 210. Kann aber nicht sein, hier nur 91 Grad. Also solche Messergebnisse, die sind auch immer relativ 91 Grad. Das ist schon wesentlich realistischer. Und hier 80 Grad. Hier oben habe ich ja 150 Grad eingestellt. Und da sollte ich auf keinen Fall auf 200 Grad kommen. Aber das ist schon ganz schön schwierig, das rauszufinden, wie warm oder wie heiß es wirklich ist. So, da habe ich das jetzt aus dem Ofen rausgeholt. Und ich nehme einfach die Platine hier runter und lege die hier auf den Stein drauf. Der kann die ganze Wärme gleich absorbieren. Mal schauen, wie heiß es jetzt hier ist. 86 Grad. Dann habe ich hier 79 Grad. Dann habe ich hier 84 Grad. Dann 75 Grad, also ganz unterschiedlich. Und man kann aber davon ausgehen, dass das hier so 80 bis 90 Grad sind. Ich mache hier noch ein bisschen Lötfett drauf. Sicher ist sicher. Ich habe die Platine noch mal 10 Minuten im Ofen gehabt bei ungefähr so 140 Grad. Dann habe ich hier 134 Grad, dann hier 121 an dieser Stelle, dann 122, also ungefähr so, wie das hier in diesem Wikipedia-Profil da angegeben ist. Und die sollte jetzt gut vorbereitet sein. Da kann ich jetzt mal einzelne Bausteine gezielt erhitzen auf eben diese 220 Grad. Da sieht man hier das Lötfett, wie das hier verläuft. Und man weiß natürlich jetzt nicht, was hier alles eben sich gelöst hat. Vielleicht ist die Karte natürlich auch ganz kaputt. Das ist natürlich auch gut möglich, dass eben die Bausteine hier, diese beiden Nvidia-Grafikprozessoren, komplett durchgebrannt sind. Die andere GPU ebenso. Die Spannungswandler, die da drauf sind, auch noch. Und auch hier drüben die RAM-Module. Und fertig. Und ich lasse das Ganze jetzt hier mal so eine Weile abkühlen, so 10, 20 Minuten. Die Karte ist jetzt wieder abgekühlt. Da sind natürlich noch jede Menge Reste drauf von dem Lötfett. Und das mache ich hier mal ab, einfach hier mit Isopropanol. Einfach in so einer Plastikwanne und alles, was hier runterläuft in die Wanne, das kann ich ja gleich wieder drüber gießen. Da verschwendet man nicht so viel Reiniger. Die Platine, die ist jetzt sauber, die ist trocken und ich hoffe mal, sie funktioniert besser als vorher. Hier hinten ist mein Kühler auch alles sauber. Das Kupferplättchen habe ich hier wieder drauf gemacht. Hier, das darf man nicht vergessen, das ist nochmal so eine Abdeckung. Die haben manche Prozessoren und der braucht die hier in der Mitte. Und hier mache ich die Kupferpaste drauf aus dem Video. Blende ich hier oben die Infokarte mal ein. Und die hat sich wirklich sehr gut bewährt. Mache ich einfach nur so einen Klecks drauf und das reicht hier auch schon. Und hier drüben dann auch noch. Sind ja zwei GPUs, die da drauf sind. So sollte das hier reichen. Ich probiere es mal aus. Kommt hier dieser Doppelkühler drauf. Der ist ein bisschen hier biegsam. In der Mitte haben die den einfach nur so zusammengeklebt. Und das drücke ich hier einfach mal drauf. Mal einfach jetzt hier so ein bisschen zusammenpressen und der Anpressdruck, der ist natürlich nachher höher, wenn ich die Schrauben hier festziehe. Und dann gucke ich mal, wie sich die Paste jetzt hier so verteilt hat. Und so sieht das aus. Rechte Seite, da habe ich ein bisschen fester drauf gedrückt und auf der linken Seite, da ist es noch so kreisförmig, aber von der Menge her ist das vollkommen ausreichend und auch nicht zu viel. Hier in die Mitte auf diese CPU, da kommt noch hier diese Abdeckung drauf. Die war da auch vorher schon drauf gewesen. Und da sieht man hier die alte Wärmeleitpaste, die hat hier ganz schön über diese Abdeckung drüber geschmiert. Auch Kupferpaste hier in der Mitte. Und hier rechts habe ich noch ein bisschen sauber gemacht am Rand, dass da nichts überquatscht. Und dann kann das hier drauf. Den einen Lüfter habe ich jetzt schon draufgeschraubt und die habe ich auch mal sauber gemacht, eben mit Pinsel und Staubsauger.
Und hier sieht das erstmal relativ unproblematisch aus. Problem ist nur diese ganz kleinen Stecker hier, die gehen leicht kaputt, vor allem dann hier in so einer Grafikkarte, wenn die eben heiß werden. Karte ist fertig zusammengebaut und alles, was man bisher im Video gesehen hat, das hat tatsächlich in Echtzeit 4 Stunden gedauert. Das glaubt man gar nicht. Das Vorheizen von dem Ofen, das Saubermachen, das Entfernen hier auch von der alten Wärmeleitpaste, dann das Trocknen und so weiter und so fort. Also kostet wirklich sehr viel Zeit. Ob sich das immer alles so lohnt, das ist die Frage. Die Karte kann ich direkt jetzt hier einbauen. Die kommt so rum hier rein. Und hier sieht man den Adapter, sozusagen den Slot, und hier auf der Karte auch. Diese Karte, die ist super leicht zu wechseln, theoretisch zumindest. Praktisch muss man natürlich leider das ganze Notebook zerlegen. Und hier, wenn ich das hier so reinlege, drücke ich nur hier runter, steht ja auch Push hier. Also so vom Prinzip her ist das wirklich gut gemacht. Und die Grafikkarte ist auch leicht als solche zu erkennen, weil hier neben eben nochmal die externen Ausgänge sind. Und wenn ich das hier so reinlege und festdrücke, dann sollte das eigentlich alles gewesen sein. Also hier habe ich die Datenverbindung und auch die Stromverbindung. Allerdings, ob es funktioniert, ich weiß es nicht. Ich kenne ja, wie gesagt, die Vorgeschichte nicht von dem Notebook. Und wenn ich mir hier das mal angucke, das sieht so aus, als hätte hier mal irgendeine Flüssigkeit gestanden. Und das kann jetzt nicht von heute sein, weil hier den Alukühler, den habe ich gar nicht feucht sauber gemacht. Sieht man hier nochmal im Detail. Und das ist wie so ein Flüssigkeitsrand, wenn so Flüssigkeit abtrocknet, hier zu sehen. Vielleicht gab es da auch mal einen Wasserschaden oder irgendeinen Feuchtigkeitsschaden. Das kann natürlich auch sein. Und wenn ich hier hinten mal gucke, dass hier dieses Weiße, keine Ahnung, das scheint aber auch irgendeine Flüssigkeit zu sein oder vielleicht auch irgendein Kleber, man weiß es nicht. Hier unten, wenn man schaut, da sind auch solche Reste, als wäre hier irgendwas mal eingetrocknet. Auch im Notebook selber, da sieht man hier noch so ein Knaster, so ein weißer Kalk wird es ja hoffentlich nicht sein, aber gut, vielleicht ist es auch von der Produktion Kleber. Aber Karte einbauen, zack, und dann hier runterdrücken und jetzt ist die Feste drin. Dann kommt hier noch die Abdeckung drauf. Die muss auf jeden Fall drauf, weil gleich die Tastatur aufgesteckt wird und auf der Tastatur ist der Einschalter. Da muss man hier diese ganzen Kabel, die hier noch dran sind, erstmal verbinden. Hier unten an der Tastatur sind diese Kontakte dran und hier oben ist der Einschalter auf der Tastatur drauf. Hat man auch sehr selten. Also hier unten ist auch noch ein Flachbandkabel. Das will auch noch befestigt werden. Und dann wird diese Tastatur hier nach unten geschoben. Und dann kriegen diese Anschlüsse hier unten Kontakt. Oben muss es auch noch einhaken. So. Jetzt passt das und jetzt kann ich es hier gleich einschalten, wenn ich es angeschlossen habe. Alles zusammen. Ich habe mal den externen Monitor angeschlossen. Wenn kein Display angeschlossen ist beim Notebook, also wenn das abgebaut ist, und dann schaltet normalerweise die Grafikkarte oder das Notebook eben hier um direkt auf den externen Ausgang, kann man also auch prima ein Notebook betreiben ohne Display. Das muss man gar nicht haben. Ich stecke mal den Stecker rein, mal gucken, was passiert. Da hat es eben kurz geleuchtet, dann ist es wieder ausgegangen. Also Strom hat es schon mal. Und ich drücke mal hier den Einschalter da drüben. Da leuchtet es dann. Aber sieht schlecht aus. Da passiert erstmal nichts. Das Mainboard selber, das funktioniert. Aber hier drüben sind diese Statusleuchten. Da ist oben dann Einschalten, dann Festplatte, dann Akku. Dann irgend noch was und unten dann Bluetooth. Und wenn ich hier einschalte, da geht das an und dann geht auch Bluetooth an. Da blinkt es auch mal und ich kann das Notebook auch wieder ausschalten, ganz ordnungsgemäß. Drücke ich einmal hier drauf und dann geht es aus. Also die Hauptplatine, die man eben hier vorne gesehen hat, die ist wohl okay. Ich habe das Display jetzt mal angeschlossen und je nachdem, was man mit dem Gerät vorhat, ist es natürlich jetzt so okay. Also wenn man eine Lichtorgel haben möchte, dann hätte ich es jetzt gerade entsprechend richtig repariert. Der Bildschirm, der funktioniert jetzt wieder, der leuchtet auf jeden Fall. Das hat er vorher ja gar nicht gemacht, da ist er komplett schwarz geblieben, da hat auch nicht einmal geflackert. Ich schalte es einfach mal wieder aus. Und interessant ist eben, dass es rein logisch, rein technisch gesehen funktioniert. Das heißt, man kann es einschalten, man kann es ausschalten. Also die Knöpfe, die Taster, die werden abgefragt und hier drüben auch die Status-LEDs auch sehr gut. Und jetzt leuchtet auch wieder die Tastatur, das hat die eben nicht gemacht. Und ich habe aber trotzdem nur noch
Hier die Lichtorgel und mal gucken, ob es auf irgendwas reagiert. F1 oder sowas könnte ja sein. Nee, aber nicht. Und hier auch nicht. Nö. Nochmal aus und nochmal an. Vielleicht brauchst du ja eine gewisse Temperatur auch jetzt hier. Das hat man ja tatsächlich manchmal, dass eben Geräte temperaturabhängig funktionieren. Wenn die warm sind, dann laufen die besser. Das ist natürlich auch ein Zeichen für einen Hardware-Defekt, aber wenigstens funktionieren sie dann. Aber das ist hier scheinbar nicht der Fall. Und das Display selber, das ist aber richtig angeschlossen und das sind diese Kabel hier. Das Notebook, das lief jetzt hier ungefähr so 15, 20 Minuten. Jetzt ist es aus. Ich schalte es mal wieder ein. Und hier hinten ist es wirklich sehr warm, wo die Grafikkarte ist. Und ja, nachdem das ungefähr so 5 Minuten lief, hat es auf einmal gepiept, ist ausgegangen. Und jetzt sieht das so aus, als will es sich gar nicht mehr einschalten lassen. Doch, jetzt geht's mal wieder. Und da hat es aber immer hier dieses Farbspektrum. Warum auch immer, ich habe mal in Google geschaut, aber auch wirklich nichts Sinnvolles gefunden. Die Grafikkarte, die ist jetzt super heiß, obwohl die nur ganz kurz an war, vielleicht so 20 Minuten, 30 Minuten und aber ordentlich warm schon alles hier. Was ich mir auch schon gedacht habe, ist, dass das hier vielleicht nicht richtig Kontakt hat, dass die Kontakte hier in diesem Stecker, das sind ja mit Sicherheit hier mal, wenn man da reinschaut, so 40 Kontakte, dass die vielleicht auch verschmutzt sind hier oder dass es nicht richtig drinne sitzt, auch wenn man das hier so runterdrückt und dann eben festschraubt. Und ich mache da einfach mal ein bisschen Kontaktspray drauf. Habe ich hier einfach so ein Tuch und einmal ein bisschen drauf gesprüht. Dann hier nochmal auf die Kontakte von der Karte selbst. Auch nochmal hier drauf, wo eben der Flachbildschirm angeschlossen wird. Alles wieder zusammengebaut, diesmal mit den gereinigten Kontakten. Und Stecker steckt schon drin vom Netzteil. Nö, sieht aber auch nicht anders aus. Also das scheint da wirklich das Einzige zu sein, was da rauskommt. Es blinkt hier alle möglichen Farben. Eigentlich genau ist es immer rot, grün, blau, dann weiß. Und irgendwann piept es dann mal und schaltet sich aus. Was auch immer das zu bedeuten hat hier. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Fehlertöne, irgendwelche Fehlercodes. Und in Verbindung hier mit den LEDs. Okay, jetzt mal was anderes, aber man kann ganz stark davon ausgehen, dass es hier an der Grafikkarte liegt. Ich habe hier auch noch mal einen externen Monitor angeschlossen, hier. Und da passiert aber hier drüben gar nichts, der bleibt komplett schwarz. Also ich denke mal, dieser Ausgang, der ist einfach von der Grafikkarte deaktiviert. Und hier gibt es lustige Effekte, also die kriegt kein Programmierer eines Bildschirmschoners besser hin. Und was auch immer da passiert, wer irgendeine Idee hat, was das jetzt hier ist, der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Und mal gucken, ob er hier reagiert auf die Tastatur. Die habe ich jetzt mal rausgezogen. Funktioniert interessanterweise auch ohne. Hier ist ja noch ein Kabel dran. Hier unten sieht man das. Das ist dieses rötliche. Und da kann ich es hier drüber einschalten. Scheinbar geht der Einschalter nur über dieses Kabel, nicht über dieses hier. Aber die Tasten gehen wohl über dieses Kabel. Und ja, hier passiert jetzt auch wieder nichts. Jetzt piept er auch nicht mehr. Ich kann es mal versuchen auszumachen. Mal gucken, ob er darauf reagiert. Ne, sieht aber nicht so aus. Ich habe die Tastatur wieder reingesteckt und auch wieder gleiches Bild. Mal gucken, ob das jetzt geht. Ich habe die letzte Stunde mal damit verbracht, im Internet nach dem Handbuch zu gucken. Habe es auch gefunden. Auch das Benutzerhandbuch und das Servicehandbuch. Servicehandbuch, also wie man das auseinanderbaut. Aber das ist ja soweit klar. Aber auch im Servicehandbuch wird direkt erwähnt, wie man die Grafikkarte austauscht. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass die Upgrades noch verkaufen wollten für diese Grafikkarte, sondern dass das tatsächlich eben für die Reparatur gedacht ist von der Grafikkarte. Und wenn man diese Modellnummer eingibt hier, das Dell XPS M1730, dann findet man jede Menge Artikel dazu und Webseiten, wie man die Grafikkarte repariert oder tauscht. Das scheint so ein Standardproblem zu sein. Jetzt macht er wieder diese bunten Farben hier im Wechsel. Und was ist der Unterschied zwischen jetzt und eben?
In der letzten Einstellung hat man gesehen, dass hier neben die CMOS-Batterie lag. Die hatte ich ausgebaut hier, weil das stand auch hier in der Dell-Service-Anleitung. Wenn es piept, könnte das sein, dass eben die CMOS-Batterie rausgenommen werden muss und wieder reingesetzt werden muss. Das sind natürlich diese Universalratschläge. Und wenn man die rausnimmt, dann hat man hier diesen Bildschirm gesehen, der hier so runterläuft in irgendeinem weißen Muster. Und wenn man die Batterie wieder reinmacht, dann sieht man das hier so, wie das jetzt zu sehen ist. Schade, dass das Notebook nicht mehr funktioniert. Wirklich ein schönes Stück, rein optisch und auch von dem, was es prinzipiell kann. Und die Grafikkarte ist da sozusagen die Achillesferse von dem Notebook, von vielen aus dieser Zeit. Also die haben wirklich gerne überhitzt. Ich habe noch ein anderes Notebook, das hat eine interne Karte mit einem Intel-Prozessor und dann auch noch mal eine Nvidia-Karte. Und die Nvidia-Karte ist kaputt und das funktioniert tatsächlich nur mit der internen Karte, was man zum Glück im BIOS einstellen kann. Hier geht es nicht. Hier gibt es keine interne Onboard-Karte oder eben eine Grafikeinheit, die im Prozessor drin ist. Wer dazu noch Ideen hat, der kann es gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Das interessiert mich auf jeden Fall mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die auch unten rein. Gar kein Problem. Guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da gibt es noch weitere Videos mit vergleichbaren Inhalten und viele Tipps und Tricks. Und besucht mal die Seite tooltime.de und die Seite tooltimepedia. Auf der Seite tooltime.de findet ihr über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner repariert, wie man seinen Windows installiert und schneller macht, Windows 10, Windows 11, wie man Linux installiert, was man bei Linux-Problemen machen kann, wie man seinen Drucker repariert, wie man sein Notebook auseinanderbaut. Das ist alles hier zu finden. Schaut es euch einfach mal an. Besucht doch mal die Seite Tooltimepedia. Tooltimepedia ist ein Hardware-Archiv, ein Software-Archiv aus den letzten 30 Jahren. Da findet ihr alte und neue CD-Rekorder, Diskettenlaufwerke, Festplatten, Mainboards, Prozessoren, Grafikkarten, was sie damals konnten und was sie damals gekostet haben. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.